Hallo. Ich hätte noch eine Frage zu dem Fasten. Ich glaube, es gibt da Studien, die besagen, dass auch Kurzzeitfasten vor Chemotherapien oder während Chemotherapien gut ist. Trifft das auch für das multiple Myelom zu, bei dieser Erkrankung? Oder? Ja, also die Frage war, ob das Kurzzeitfasten vor Chemotherapie Nutzen bringt. Da gibt es schon einige Daten, die das unterstützen. Sehr stark sind sie nicht, aber why not? Man sollte alles nutzen. Beim Myelom ist es bei den meisten Therapien halt so, dass die doch über längere Zeit gegeben werden. Und dann hängt es davon ab, es gibt schon Therapien, die sie nur über 4 Tage geben, dann wäre das Fasten vielleicht in der Zeit gar nicht schlecht. Aber wenn sie dann eine Therapie haben, wie mit den Revlimid, dass sie Tag 1 bis 21 geben, wird es schwierig sein. Aber ja, aber vor diesen anderen Chemotherapien, die so stoßartig gegeben werden, ja, würde ich unterstützen. Ja, danke für die Frage. Ja. Noch eine Frage. Sie, ich komme. Dankeschön. Mein Name ist German. Ich habe jetzt eine Ausbildung zur Heimhilfe beim Roten Kreuz gemacht und da war ein sehr wichtiger Punkt die Ernährung und speziell auch für ältere Personen und da ist uns gerade vermittelt worden, wie wichtig Eiweiß ist, weil und speziell Fleisch, weil im Alter der Muskelabbau verhindert werden soll, sprich wegen Sturzgefahr und mögliche Bettlägerigkeit und das ist jetzt für mich so ein bisschen ein Widerspruch. Also Zucker, ja, da stimme ich mit Ihnen überein, aber gerade eben die Eiweißernährung. Also es ist ja auch in der vegetarischen Ernährung Eiweiß drinnen. Es ist nur kein tierisches Eiweiß. In einem Punkt muss man natürlich schon aufpassen, wenn Sie kompletter Vegetarier sind oder Veganer, dann nehmen Sie weniger Eisen auf. Und dann kann es passieren, vor allem bei älteren Herrschaften, die eine schlechtere Resorption haben, dass da ein Eisenmangel auftritt. Und man sieht es auch bei jungen Frauen in der Menstruation. Sonst kann ich das nicht so unterstützen, weil da würde ich sagen, die sollen uns die Fakten zeigen, wo das vorhanden ist. Aber ältere Patienten haben reduzierte gastrointestinale Resorption und da muss man auf gewisse Dinge aufpassen. Das sind vielleicht auch die einzigen, wo sich gelegentlich eine Vitaminersatztherapie auszahlt. Sonst, das machen wir fast alle in der Gesellschaft, nehmen irgendwelche Polyvitaminpräparate, aber die klinischen Studien zeigen keinen Vorteil. Bei einem jungen, gesunden Menschen gibt es keinen Vorteil. Da braucht man das nicht machen. Ausnahme Vitamin D3, da muss man halt den Vitaminspiegel kennen. Und natürlich Ausnahmepersonen, die eingeschränkte Resorptionsfähigkeit haben. Ja. Gibt es noch eine Frage zu diesem Thema? Ja, Herr Professor Ludwig wurde ja mit einem kleinen Dankeschön als für seinen Vortrag mit einem Buch bedacht. Ich möchte Sie da auch noch hinweisen, er hat seine Gedanken, die er Ihnen jetzt in seinem Vortrag präsentiert hat, auch in einem Buch zusammengefasst. Sagen Sie uns den Titel bitte. Naja, Richtig leben, länger leben. Also das Buch heißt Richtig leben, länger leben, war auf der Bestsellerliste und ist auch draußen für Sie zu einem günstigeren Preis. Das wollte ich gerade anfügen. Wie gesagt, wenn Sie es erwerben wollen, wir haben es draußen am Tisch und wir wissen ja, wenn man schon den Autor da hat, dann ist der Herr Professor auch gerne bereit, es zu signieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, so 5 bis 10 Minuten, dass Sie Gelegenheit haben, ein bisschen zu blättern und den Herrn Professor um seine Unterschrift zu bitten und einstweilen danken wir ihm noch einmal für seinen Vortrag mit einem Ich hätte nur gern gewusst, wie gehen eigentlich Ärzte damit um, wenn ich als Patientin jetzt sage, nein, das will ich nicht? Wie gehen Ärzte damit um, wenn Patienten sagen, das will ich nicht? Das ist eine gute Frage, ja, weil es kann dann sein, ich bin schon öfter involviert worden, aber dann hat mich ein Arzt oft involviert, um den Patienten auszurichten, es wäre aber sehr gescheit, wenn sie das bitte doch machen, ja. Und so lässt sich aber die Psychologie ungern instrumentalisieren. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Wir sollen Therapieentscheidungen nicht beeinflussen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Ich glaube, einen guten Arzt erkennen Sie daran, dass er Ihnen sagt, dass
ihnen einfach die Vor- und Nachteile einer Therapie aufzeigt und es aber letztlich in ihrer Entscheidung ist, ob sie das auch machen oder nicht. Ein Arzt kann nicht für sie entscheiden, ob sie die Therapie machen. Ja? Und wenn dann, wenn sie das Gefühl haben, jetzt mache ich es lieber dem Arzt zuliebe, sonst ist er beleidigt. Ich meine, ein Arzt ist Experte für seinen medizinischen Fachbereich, aber sie sind Experte für ihr eigenes Leben und für ihre Symptome. Und so treffen sie sich im Idealfall auf Augenhöhe. Da ist der Befund und da ist das Befinden. Ja, er kann nicht in sie reinschauen, ja, oder weiß nicht, wie es ihnen geht. Und da spielen viele Dinge mit. Ja. Ja, aber das ist auch ein bisschen eine Überforderung der Ärzte. Ich finde das nicht sehr professionell. In einem Spital, wo viel los ist, wird es manchmal vielleicht auch ein bisschen rauer, aber das halte ich nicht für sehr gut gewählt und das ist enttäuschend und kostet Vertrauen. Zu dem gehe ich dann ungern wieder, wenn ich, ja. Wir haben hier noch eine Frage. Darf ich dazu auch was sagen? Ich Bitte. Habe eine Knochenmarkbiopsie abgelehnt und natürlich habe ich das begründet. Warum? Ja. Wenn ich es begründen kann, zieht der Arzt das auch ein. Und zwar habe ich ja bereits MR-Röntgen vorlegen können, wo man das Knochenmark von der Wirbelsäule feststellen konnte. Das ist, er hat ja. dann gemeint, warten wir noch etwas ab, nicht? Weil ja die Blutergebnisse dann ja sowieso dann das Weitere sprechen werden. Nicht? Also ich hatte zuvor, vor einem Jahr, eine Biopsie gehabt und die hat sehr geschmerzt, habe ich gesagt, das möchte ich nicht wieder machen. Und nachdem ich ja die MR-Befunde ja vorlegen kann, ja. und das hat er dann akzeptiert. Okay, also auf das sage ich vielleicht auch noch kurz was, wobei das ist halt im Kern eine eher medizinische Frage, weil ich kann jetzt nicht beantworten, ist es absolut notwendig, die Biopsie zu machen, ja oder nein. Bei den meisten Krebserkrankungen gibt es oft einen Verdacht durch die Bildgebung, aber erst die Histologie, also die Gewebeprobe, kann bestätigen, ist es wirklich dieses oder jenes oder was anderes. Sie haben ja einmal diese Biopsie auch gemacht, das war ja Ihre schmerzvolle Erfahrung, ja, und sind dadurch eben, sehr, haben gesagt, das will ich nicht wieder haben, ja, kann ich verstehen. Patienten haben mir schon gesagt, wenn ich vorher gewusst hätte, dass man 5 Minuten warten soll, bis das Lokalanästhetikum, also das Schmerzmittel wirkt. Und also viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Oder wenn mir ein Arzt auf der KMT-Station, wenn die Ärzte sagen, naja, wir wollen evaluieren, wir wollen wissen, ob im Knochenmark noch Leukämiezellen sind zum Beispiel. Also dann wird einem stark dazu geraten, um es mal so zu sagen. Aber Patienten, die das wie Sie so erlebt haben, die sagen, na, eigentlich will ich dabei schlafen. Und unsere Ärzte sagen, na, in Ordnung, dann geben wir ihnen sozusagen eine Beruhigung. Sie schlafen sozusagen eine halbe Stunde und. Ja, ja, genau. Aber das ist, damit will ich nur sagen, die Kommunikation, die Zusammenarbeit kann gut funktionieren oder Arzt kann sagen, na, wenn sie es nicht wollen, na, dann gehen sie woanders hin. Und dann wird es sozusagen eher enttäuschend. Ja. Danke für den Beitrag. Ja. Na, ich wollte ihm auch dazu sagen, dass es nicht notwendig ist, unnötige Schmerzen zu leiden, weil man sich eine Kurzzeitnarkose geben lassen kann. Ganz genau. Und das sollte man auch verlangen. Und wir teilen dieses Wissen oder wir sagen den Leuten, sie sollen eben darauf bestehen, weil es nicht notwendig ist, diesen Stress sich anzutun. Danke. Genau, genau. Und zum Glück machen wir das auch immer auf der KMT-Station. Beruhigende Spritze oder nicht. Ja. Also so in Hanuspital, ja. generell. Also Hanuspital ist ein bisschen auch unser Hauptzuweiser bei vielen Bluterkrankungen für die KMT-Fremdtransplantation und da sind die Patienten oft sehr zufrieden mit dem Umgang mit den Ärzten letztlich und mit der Versorgung. Ja, ja, ja. Ja, also sie hören sozusagen, man kann hier auch drüber reden und auch das Verlangen, diese Schmerzbehandlung einerseits, aber auch Anästhesie und bei der Biopsie schlafen und verlangen Sie das auch. Seien Sie ein mündiger Patient, verlangen Sie die Dinge, die Sie wollen und brauchen. Ja, man glaube, ich kann auch zusammenfassen, dass also die Arzt-Patienten-Kommunikation ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass sie sich auf Augenhöhe treffen
Und ich glaube, da hat sich sehr viel geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten von den Göttern in Weiß. Und ich glaube, das Symposium hier, wo hier Ärzte sind und ihr Wissen teilen und mit ihnen diskutieren und natürlich umgekehrt auch wieder von innen lernen und da Einblicke aus dem Patientenleben bekommen, ist ja ein Zeichen, dass sich diese Kommunikation verbessert. Ja. Absolut. Also danke für die Einladung und Gratulation, dass Sie das so professionell hier machen mit Videoaufnahme. Das ist absolut vorbildlich, wirklich, ja. Ich komme zu Ihnen, dass Sie alle... Ja, Obst und Gemüse. Es gibt ja nicht alles in Bioqualität. Wie schaut es aus mit den Belastungen durch die Pestizide? Ja, da war jetzt vor kurzem wieder eine Meldung, ist da herumkursiert. Also man muss sehr lange waschen, bis man die Pestizide abbekommt. Es ist so, ich ja, sie sind überall. Es ist so, die Angst vor diesen Pestiziden ist nicht so sehr da, weil laut Ernährungsbericht essen wir zu wenig Obst und Gemüse. Also würden wir gar nicht diese Grenzwerten überschreiten. Es ist so, natürlich, je besser die Qualität ist, wenn ich die Chance habe, Bio zu bekommen, einzukaufen und zu essen, ist das natürlich besser. Wenn ich das nicht habe, die Möglichkeit, dann schauen Sie bitte, dass es regional und saisonal ist, auch zu Hause, ja, dass Sie sagen, naja, Erdbeeren im Winter, ich habe einen Gusto drauf, aber ja, da haben wir dann natürlich diverse Zusatzstoffe, die das Wachstum begünstigen und da natürlich aber bei 5 Portionen Obst und Gemüse ist ohne weiteres, dass Sie das genießen können. Genau, es ist ja die Empfehlung, man soll ja beides essen, Gemüse und Obst. Also wenn man ganz genau ins Detail geht, sind es 3 Gemüseportionen, 2 Obstportionen, aber so genau muss es dann nicht sein. Aus dem Alltag einer Krebspatientin, die eben die während der Chemotherapie nicht so belastbar war, es ist, also ich habe immer geschaut, dass ich doch frisch koche, weil ich ja der Meinung bin, dass diese vorfabrizierten Geschichten, die mit irgendwelchen Haltbarkeitsmitteln verunreinigt sind, muss man sagen. Ich habe es dann so gemacht, dass ich entweder Suppen mir gekocht habe, was ja sehr, sehr schnell geht. Also in Viertelstunde, 20 Minuten hat man da ganz schnell was beisammen. Ich war richtig süchtig nach Obers, also eben sehr viel Energie. Aber das war mein Körper, der mir das signalisiert hat. Und ich habe während dieser Zwischenzeiten zwischen den Chemotherapien mir vorgekocht und in kleinen Portionen eingefroren und dann aufgetaut. Ich habe keinen Mikrowellenherd, weil ich dieser Technik ein bisschen misstraue. Und ich habe das halt dann normal aufgewärmt und auch das geht sehr schnell. Also, und auch dass man Eiswürfel lutschen kann, also einen Tee in rund, möglichst runden Eiswürfelbehältern einfrieren und dann, wenn man Probleme hat mit der Mundschleimhaut, lutschen, das ist auch eine gute Geschichte, wollte ich auch nur sagen. Vielen Dank, das sind ganz, ganz tolle Tipps, vor allem Suppen und Eintöpfe eignen sich hervorragend, um es vorzukochen und dann portionsweise dann einzufrieren oder das, also wenn Sie das in den sauberen Marmeladegläsern abfüllen und luftdicht verschließen, dann hält das ja auch eine Zeit lang im Kühlschrank und es ist dann leicht wieder zum Aufwärmen und Sie haben wirklich ein gutes, nährstoffreiches Essen und Sie wissen, was drinnen ist. Ja, danke. Sie haben gesagt, von Molkeneiweiß für die Muskeln. Was meinen Sie Molkeneiweiß? Man kann unterscheiden zwischen dem Milcheiweiß und dem Molkeneiweiß. Und das Molkeneiweiß hat eben diese verzweigkettigen Aminosäuren drinnen, die für den Muskelaufbau entscheidend ist. Ja, Molke ist... Oh ja, Molke bekommen Sie auch... Ja. Die Fruchtmolken sind sehr süß. Ja, da dürfen Sie sich auch nicht täuschen lassen, wenn da so fettarm draufsteht, weil Molke ist ja quasi das Abfallprodukt bei der Butterherstellung. Das ist ja das Wasser, was überbleibt. Ja, also so, ja, bitte. Aus meiner Erfahrung einfach ein Joghurt nehmen, in einen Kaffeefilter tun und abtropfen lassen, dann haben Sie eine Molke oder Buttermilch. Dann bleibt oben das Albumin
quasi über und das Casein wahrscheinlich. Und das, was abrinnt, ist die Molke. Aber da ist auch noch Eiweiß. Ja, natürlich, ja, bei den Milchprodukten. Ja, die ganzen Milchprodukte, da haben Sie beides ja dabei, auch noch dabei. Aber dann eben bei diesem Aufbau. Ja, genau. Bei den Aufbauprodukten müssen Sie halt darauf achten, dass es mehr Molkenprotein ist oder dass Molkenprotein an erster Stelle ist und weniger das Milchprotein, weil das stärker für den Muskelaufbau ist. Milchprotein. Also, dass bei den Aufbauprodukten mehr Molkenprotein drinnen ist, ja. Frau Magister, ich habe da im DM-Markt ein neues Produkt gekauft. Darf ich Ihnen das zeigen? Ich muss nur mal auf die Seite drehen, aber ich glaube, ich weiß, welches das ist. Dankeschön. Ja, kenne ich. Amas, was sagen Sie dazu? Also ich möchte jetzt hier keine Produktempfehlungen abgeben. Es gibt sehr viele auf dem Markt. Es ist auch unterschiedlich dann von den Geschmäckern her, wie sie es vertragen, von der Menge. Dann ist es natürlich auch entscheidend, was die Ärzte empfehlen, von der Menge her, die sie benötigen. Wenn Ihnen das schmeckt, können Sie das ohne weiteres nehmen. Das sind auch viele Vitamine. Ja, das habe ich auch angesprochen, dass Vitamine, Mineralstoffe wichtig sind. Draußen haben Sie auch die Möglichkeit, heute auch Eiweißpräparate, also beziehungsweise ein Eiweißpulver zu verkosten, das auch von der Qualität sehr gut ist. Aber ja. Ich möchte es nicht kaufen, wenn es mir nur schmeckt, sondern es soll mir helfen. Ja, diese Produkte helfen Sie. Bitte achten Sie halt bei all diesen Produkten auf den Zuckergehalt. Das ist entscheidend. Ja? Und auch bei diesen Produkten von dieser Firma gibt es unterschiedliche Zuckergehalte und auch für welchen Zweck es ist. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Eiweißprodukt für eine Sportlernahrung oder für Sportler empfehle oder für Krebspatienten. Ich hätte nur eine Frage, warum ist es nicht möglich, außerhalb des Körpers diese Stammzellen zu vermehren? Da gibt es natürlich schon Studien dazu, wo man es machen kann oder wo es auch gemacht wird, ist beim Nabelschnurblut, weil das einfach sehr frühe Stammzellen sind. Bei Stammzellen vom Erwachsenen funktioniert es nicht so gut. Da ist es eher so, dass die Zellen reifen, was das Problem ist, und wir dann, wenn wir sehr reife Zellen transplantieren, uns der Nachwuchs fehlt. Beim Nabelschnurblut habe ich oft, wenn ich ein Produkt bekomme, dann ist das Produkt zweigeteilt. Das heißt, eine kleine Kammer, die kann ich verwenden, um Zellen im Labor zu vermehren, und eine große Kammer, die so verabreicht wird nach dem Auftauen, wo ich dann durch die vermehrten Zellen ein schnelleres Engraftment kurzfristig kriege und dadurch die große Kammer, die unmanipulierten Zellen, dann ein Langzeit-Engraftment habe. Aber das ist eine sehr aufwendige Sache und sehr hoch reguliert und in ganz, ganz wenigen Zentren nur möglich, weil wir diese Räumlichkeiten und diese Zulassungen nicht haben. Wer und wann entscheidet eine Transplantation? Ist es so das letzte Wahlmittel oder abhängig vom Art der Krebserkrankung oder? Also ist natürlich abhängig von der Art der Krebserkrankung und vom Status der jeweiligen Erkrankung. Beim Myelom ist es eben, wie gesagt, so, dass wenn man diagnostiziert wird und vom klinischen Zustand eine Transplantation auch gut verkraften würde, das heißt vom Alter her und von den vom Organzustand, dann muss man zumindest auch auf die Primärtherapie angesprochen haben. Also wenn jemand nicht anspricht, dann bringt eine Transplantation mit eigenen Stammzellen einmal gar nichts. Bei Myelom ist es, wie gesagt, in der Erstlinientherapie inkludiert, also nach 4 bis 6 Zyklen Induktionstherapie wird dann transplantiert und dann gibt es die Erhaltung. Beim Lymphom ist es so, dass wenige Lymphom-Entitäten auch schon in der Erstlinie transplantiert werden, Mantelzell-Lymphom, T-Zell-Lymphom, und dass andere Lymphomerkrankungen eigentlich erst im ersten chemosensitiven Rezidiv transplantiert werden. Wobei man natürlich auch immer wieder abwägen muss, kann man da eine allogene Transplantation vielleicht verwenden oder kann man, und das werden Sie dann nachher hören, andere individualisierte Therapieansätze wählen, die jetzt ein großer Hype sind, aber da verrate ich jetzt noch nichts. Weitere Fragen noch? Ich komme.
ich bin ja nur indirekt betroffen, es geht um meinen Schwiegersohn. Jetzt hätte ich gern gewusst, was spricht dagegen, wenn man schon eine autologe Stammzellentransplantation bekommen hat und der Spender für eine allogene vorhanden ist, dass man nicht noch einmal eine autologe macht. Welche Erkrankung? Das Myelom. Kann man natürlich schon auch machen. Da kommt es halt dann, also es gibt verschiedene Zusatzfaktoren natürlich, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber es ist ja ein Myelom, nicht immer nur ein Myelom. Also da kommt es ja darauf an, was ist das für ein Myelom? Also vom Paraprotein hat es gewisse Chromosomenveränderungen, ist man ein Hochrisiko oder ist man ein Standardrisiko? Und die allogene Transplantation beim Myelom macht halt schon sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Also wenn man weiß, man will allogen transplantieren, dann gibt es ein älteres Protokoll, wo man zweimal autolog transplantiert und dann sogenannt Seattle Mini Allogen transplantiert. Das ist eigentlich nur eine immunmodulierende Chemotherapie und dann Stammzellen. Oder aber ist die Erkrankung so aggressiv wieder ausgebrochen, dann würde man gar keine zweite Autologe machen, wenn man keinen Benefit kriegt. Also da muss man wirklich im Einzelfall entscheiden, welchen Weg man geht. Das kann man jetzt quasi jetzt über den Kamm nicht scheren. Und wichtig ist auch noch zu wissen, ob der Spender auch wirklich gewebeident ist oder ob da ein Antigen-Mismatch da ist und wo es liegt, weil das kann auch einen großen Unterschied im Outcome machen. Wird man verständigt, wenn die Stammzellen vernichtet werden? Weil meine sind seit 2003 bei Ihnen. Also an und für sich ist es so, dass wir in der Einverständniserklärung inkludiert haben, dass die Zellen nach 10 Jahren entsorgt werden. Dass der Patient sich aber bei uns melden kann, bevor die 10 Jahre abgelaufen sind, wenn er sie weiter lagern möchte. Das können wir aber dann bei uns nicht anbieten, weil sonst hätten die neuen Patienten keinen Platz. Also das gibt es. Unsere Patienten bekommen auch ein Antwortschreiben mit, das sie an uns schicken sollen. Also wenn der Wunsch besteht, die Zellen woanders weiter zu lagern, dann steht das jedem Patienten offen auf eigene Kosten. Ich kann nur sagen, dass alles, was länger als 10 Jahre ist, eigentlich fast nicht wirklich viel Sinn macht, das weiter zu lagern. Ja, das muss man auch sagen. Wenn noch Fragen? Ja. Also das machen wir sowieso vor jeder Transplantation, dass wir schauen, ob das Transplantat eigentlich auch noch vital ist, bevor überhaupt der Patient Chemotherapie bekommt für die Transplantation. Also man muss sagen, dass wir sehr viele Zellen sammeln, aber nur die Hälfte der Patienten kriegt die Zellen auch innerhalb von dem ersten halben Jahr nach Sammlung zurück. Aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt persönlich nicht kenne, weil ich ja nicht in der Betreuung der verschiedenen Zuweiserkrankenhäuser arbeite. Aber alles, was länger als ein halbes Jahr bei uns eingelagert ist, wird auf jeden Fall noch einmal analysiert. Wie geht es den Zellen? Leben die noch so viele, dass wir diese 2 Millionen liefern können? Sollte das nicht der Fall sein, dann muss man noch vorher ein bisschen was dazu sammeln. Gesagt hat, in einem halben Jahr werden wir das anschauen und dann werden sie das wieder zurückbekommen, weil ich mir nicht klar war, warum hat man von 10 Jahren gesprochen. Naja, also beim Myelom sammle ich die Zellen nicht für irgendwann, sondern beim Myelom sammle ich die Zellen eigentlich, weil ich es in der Erstlinientherapie verwenden möchte. Wenn ich sie sammle für den Fall, dass ich sie vielleicht in 10 Jahren brauche, das macht nicht viel Sinn. Ja. Auch beim Lymphom sammle ich die Zellen dann, wenn ich die Notwendigkeit sehe, eine Transplantation durchzuführen. Das ist jetzt keine Sammlung auf Sicherheit für vielleicht irgendwann. Das funktioniert nicht so gut. Wir sammeln natürlich mehr Zellen, damit wir eine zweite autologe Transplantation unterstützen können, aber auch diese wird eigentlich zum überwiegendsten Großteil innerhalb dieser 10 Jahre durchgeführt. Und man darf auch nicht vergessen, dass nicht nur die Zellen um 10 Jahre altern, sondern auch der zugehörige Patient. Und wenn der jetzt 65 ist und transplantiert werden soll, ist er in 10 Jahren 75. Und dann kann schon sein, dass eine ganze Latte an zusätzlichen Problemen auftritt, die dann eine Transplantation nicht unbedingt mehr befürworten lassen. Mein Name ist Auer.
Wie definieren Sie oder wie können Sie abschätzen das Wort noch nicht heilbar nach heutigem Stand der Wissenschaft? In Jahren, Zeitraum. Wird sicherlich noch ein bisschen länger dauern, allein aus einem einfachen Grund. Die Therapien sind schon da und es sind sehr viele neue Therapien da, aber heilbar kann man aussprechen, wenn man Langzeitdaten hat. Und all diese neuen, und das dauert einfach. Wir haben Langzeitdaten haben wir deswegen noch nicht, weil sie jetzt erst, manche sind noch in Testung, manche sind schon zugelassen, aber die längsten, das sind 4-5 Jahre, die zugelassen sind, diese neuen Therapien. Und wir sehen einfach wirklich Wunder. Ich werde später noch ein paar auch zeigen, wo wir selbst erstaunt sind, wie gut sie wirken. Aber aussprechen kann man es wirklich, wenn man wirklich schon Langzeitbeobachtungen hat und sagen kann, okay, bis jetzt war das nicht möglich, aber mittlerweile haben wir Patienten, wo es wirklich ein indolentes Lymphom nie wieder zurückgekommen ist. Also das dauert noch ein bisschen. Mir geht es um Ihren Vorschlag oder um diesen Punkt, ja. Aktuelle Information. Bitte ja. Schauen Sie auf unsere, das richtet sich an, ja. An alle, an das Publikum hier, auf unsere Website. Wir haben diese Online-Kurse und das sind also alle Informationen werden aktualisiert. Und der neueste Kurs ist Hygiene. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, dass man nicht hysterisch ist, aber trotzdem auch nicht. Richtig. Das nichts. Richtig. Sich das anschaut und die Schlüsse daraus zieht. Na, das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen finde ich auch diese Selbsthilfegruppen, alle, die sich organisieren, einfach extrem gut, dass es überhaupt passiert, weil da sind Betroffene meistens und sie wissen, worum es geht und deswegen stimmt dort die Qualität meistens. Ja. Und zur Hygiene habe ich etwas noch nicht gesagt, was ich immer empfehle in unserer Gesellschaft, ist das üblich, die Hand zu geben. Ja. Bei uns hängen immer an den Schildern, bitte nicht die Hand geben, die Patienten kommen trotzdem so rein. Kein Problem, man muss wirklich nicht hysterisch sein, nur auch in diesen paar Tagen zwischen den zwei Zyklen, wo man eine schwere Chemotherapie bekommen hat, in der Phase der Ablasie, bitte lassen Sie es. Ja? Sagen Sie allen Ihren Mitmenschen, die Sie treffen, ich möchte nicht unhöflich sein, aber das ist nicht gut. Ja? Die Hände kann man nie so genau waschen, dass da alles weggeht. Und das ist eine Übertragungsquelle in der Phase. Sonst alles ganz normal. Weil Sie gesagt haben, in der Kommunikation, also ich habe vor 2 Jahren die Diagnose Hautlymphom bekommen, und bin im AKH auf der Hautstation. Ja. Wenn ich Glück habe, kann ich 10 Minuten mit meiner Ärztin reden, ja. Weil schon draußen 50, 100 Leute warten. Das ist und richtig. Sie nur einmal in der Woche dort im AKH ist. Das ist richtig. Deswegen war mir zum Beispiel nichts von der Selbsthilfegruppe, hat mir keiner was gesagt. Weil da muss man alles selber erforschen. Man muss alles selber über Google erfahren. Wenn du fragst nach dem Blutbefund, was heißt das jetzt, dieser Wert? Ja, warten Sie, können wir das vielleicht das beim nächsten Mal machen? Aber ich habe die Therapie Wait and Watch. Ich bin 2-mal im AKH mit Blutbefund und CT. Ja, schaut gut aus, danke Frau Germann, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. So schaut meine Kommunikation aus mit der Ärztin. Also das war einer der Gründe, weswegen ich unbedingt dieses Thema auch machen wollte, weil es stimmt, ja, da ist wirklich Luft nach oben, auch bei uns. Von unserer Seite kann ich sagen, ich weiß nicht, wie es in den anderen Krankenhäusern oder in anderen Abteilungen ist, bei uns ist das vorgegeben, jetzt auf der Hämatologie für neue Patienten, sprich für Erstgespräch ist 1/2 Stunde vorgesehen und für alle anderen Folgepatienten sind 15 Minuten vorgesehen. Also grundsätzlich es ist jetzt schwierig. Grundsätzlich sind die Kollegen auf der Dermatologie sehr, sehr gut und sie kümmern sich auch sehr, sehr gut. Lassen Sie mich noch ganz kurz, noch bevor ich da, ob Sie jetzt woanders hingehen dürfen, beantworte, noch was sagen von unserer Warte. Deswegen habe ich das auch gebeten, bitte die Notizen und mit diesen Fragen und einfach hingehen. Ja? Und ich weiß, damit gebe ich Ihnen auch die Verantwortung ein bisschen mit für die Aufklärung und das ist nicht gut, aber das ist in meinen Augen immer noch besser, als wenn man sich jetzt eben abservieren lässt, weil gerade ein stressiger Tag ist. Ich weiß es, ich bin mir dessen bewusst, wie die Situation ist. Bei uns ist auch so, ich komme rein in der Früh und ich sehe, es sind tausende Leute da. Und ich weiß, mein Gott, die sind alle arm, die haben alle Krebs und ich muss mit allen arbeiten.
Ich habe meistens von den Vorgesehenen, eben die halbe Stunde und die Viertelstunde, nicht nur die ganze Liste voll, die ich haben dürfte, sondern ein eineinhalbfaches davon. Und dazu kommen noch zusätzlich die akuten Patienten, die ohne Termine kommen dürfen. Und auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das auch tun. Weil wenn etwas ist, dann muss man ohne Termin auch die Möglichkeit haben, zu uns vorzudringen. Ja? Und das ist etwas, was uns jetzt von unserer Seite, ja, oft ist das eine maximale Überforderung und einfach von der Zeit her, vom Arbeiten, weil wir alle versorgen müssen, aber wir möchten das auch tun. Und auch diese halbe Stunde, die vorgesehen ist, bitte, ich habe es noch nie erlebt oder zumindest ich schaffe es nicht, die Patienten, die das erste Mal bei mir sind und wirklich das erste Mal diese Diagnose bekommen, ich schaffe sie nicht, bin dann 30 Minuten aus meinem Ambulanzzimmer zu haben und ich bin auch nicht bereit dazu. Was aber kostet für die anderen, weil das alles sich nach hinten verschiebt. Also das ist noch etwas, was Sie selber beitragen können, Buch mitnehmen, die Wartezeiten sind furchtbar lang und ich weiß es nicht, wir können das System nicht ändern. Glauben Sie mir, alle meine Kollegen und ich würden das auch tun, wenn wir das könnten, aber wir können es nicht. Das ist, weswegen Sie dann eben leichte Fälle, für uns leichte Fälle, die nur observiert werden, so schnell wirklich draußen sind. Ja? Deswegen sage ich, am Anfang alles klären oder auch später in den Folgegesprächen. Aber deswegen tendieren wir dazu, ja, wirklich alles in Ordnung, dann gibt es von meiner Seite keine Fragen. Dann frage ich die Patienten, haben sie Fragen? Und die meisten, wenn sie nicht haben, ist es wirklich schnell. Das ist, wo wir Zeit sparen können für die anderen, die wirklich dringender brauchen. Mein Name ist Fink, ich reise sehr viel und Sie haben gesagt, Impfungen nützen nichts mehr. Was heißt das? Wenn ich jetzt in einem Malaria-Gebiet fahre oder man braucht ja sehr viele Impfungen normal, wenn man irgendwo hinfährt. Also in einem Malaria-Gebiet, wenn wir von Malaria reden, brauchen wir keine Impfungen mehr. Gegen Malaria gibt es keine, da gibt es nur Malaria-Prophylaxe, das sind Medikamente zum Schlucken. Und das funktioniert grundsätzlich sehr gut, allerdings je nachdem, in welcher Situation Sie sind. Wenn Sie zeitgleich jetzt eins dieser Inhibitoren schlucken, weil Sie eine chronisch-lymphatische Leukämie haben oder ein anderes indolentes Lymphom, dann müssen wir sehr genau reden, weil weder die Malaria-Medikamente noch unsere Inhibitoren sind sehr leicht in der Interaktion zu verwenden. Ja, also bitte das genau das gleiche Rücksprache zu den Impfungen. Es gilt nur für die Patienten, die eins der Antikörper bekommen, die B-Zellen getötet haben. Alle anderen Therapien, wenn sie Rituximab haben, haben sie keine B-Zellen und meistens werden die Impfungen nicht funktionieren. Und es gibt noch eine Grundregel in einer Krebserkrankung, wenn man immunschwach sein kann, Lebendimpfstoffe sind ein No-Go. Also in so einem Fall sage ich immer, wenn eine Reise geplant wird, einfach zu uns, gibt es auf der Infektiologie oder einfach das Tropenmedizinische Institut, dorthin zu gehen und das auch genauso wie bei den Therapieentscheidungen bei uns interdisziplinär besprechen. Also das erfordert Fachwissen, das muss man in jedem einzelnen Situation mit der Diagnose, mit den Medikamenten besprechen, was geht und was nicht geht. Ja, so ist es. Selbstverständlich, fragen Sie. Ja. Behandelt wird sie auf jeden Fall dort. Sie wird auch ganz gut diagnostiziert und wenn Sie ein Problem haben, wissen Sie, das ist so, das Gewebe, das entnommen wird, das muss man von ganz von Anfang an anders behandeln, damit man eine Amyloidose... Ja. Und es ist... Haben Sie eine AL-Amyloidose, eine ATTR? Und okay, und wo sitzt diese AL-Amyloidose bei Ihnen? Im Herz. Und Sie sind aber bereits behandelt worden, oder? Ja, ja. Das ist so, man kann es oft, wenn man ein Glück hat, aus dem Knochenmark diagnostizieren, weil dort lagert sich auch manches Mal Amyloid ab, aber nicht immer. Ja. Und nur weil man Knochenmark nichts findet, darf man nicht sagen, es besteht keine Amyloidose, sondern man muss eben, wie gesagt, zuerst Knochenmark schauen, dann muss man zum Beispiel tiefe Rektumbiopsie machen oder man kann diese Speicheldrüsenbiopsie das Herz selber biopsieren und das ist immer eine Stufendiagnostik. Zuerst schaue ich ins Knochenmark, weil das tut zwar weh, aber da kann man die Patienten schlafen lassen, die Biopsie selber ist aber sehr risikoarm. Ja. Dann die Speicheldrüsen sind natürlich auch risikoarm, wenn man dann wirklich ein Organ biopsiert, wenn das sein muss, muss es auch gehen. Und die Elisabethinen in Linz, die können das gut. Die können sehr gut Herzmuskel biopsieren.
nicht dort gut aufgehoben. Ja, dort sind sie gut aufgehoben. Das muss man sagen. Und wie gesagt, transplantieren ist immer ein wichtiger Schritt, weil wie Sie sehen, diese Patienten mit AL-Amyloidose, die man transplantiert, haben von der Transplantation sehr viel mehr Benefit als Myelom-Patienten. Ja? Sie spüren das, gell? Ja, ja, genau. Ja. Das Alter per se ist kein Risikofaktor mehr. Also bei uns werden die Patienten, wenn sie gut beieinander sind, keinen Diabetes haben, ja, keinen langdauernden Diabetes, keinen Herzinfarkt gehabt haben, keine chronische Lungenerkrankung haben, werden die bis 75 transplantiert. Wenn sie gut beieinander sind, ist das ja nicht so, dass man sagt, klack, ja, mit 75. Wenn sie gut beieinander sind, kann man, und sie einverstanden sind und sie, wie gesagt, keine Herzinfarkte und sonst irgendwelche beeindruckenden Erkrankungen gehabt haben, kann man zumindest gut in Erwägung ziehen, dass man sie transplantiert. In Amerika werden auch 80-Jährige transplantiert, weil es gibt ja Leute, die sind so fit, dass sie mit 75 am Tennisplatz stehen. Wie kann ich jemanden, der Tennis spielt, mit 75 eine Transplantation verweigern? Das geht gar nicht. Ja. Sie sagten, dass diese Programme gar nicht überall vorhanden sind. Ich komme aus der Steiermark. Kann man diese Krankheit feststellen? Oder wird diese überhaupt beobachtet bei uns in der Steiermark? Darum, wie gesagt, sage ich es Ihnen, dass Sie sich besonders darum kümmern, weil natürlich in der Steiermark, darum habe ich Ihnen aufgeschrieben, dass Sie nachfragen sollen, wie Ihr Pro-PMB ist und dass Sie nachfragen sollen, ob man mal nachschauen kann, wie Ihr Proteinverlust ist im Haaren. Das kann man einfach feststellen. Ja, das ist, der Arzt überhaupt aus? Sie können ihm sagen, der Arzt kann sich zum Beispiel Rat holen. Ja, der Arzt muss ja nicht alleine sitzen in seinem Kämmerchen, sondern der kann anrufen und sich Rat holen und beraten lassen. So sollte das eben funktionieren. Nicht? Es geht immer so, geht nur mit Kommunikation, wie schon meine Vorgängerin gesagt hat. Alles liegt an der Kommunikation. Sie kommunizieren mit dem Arzt, Sie sagen, Sie haben da was gehört, ja, und Sie müssen darauf bestehen, dass das gemacht wird. Ja. Genau, ja, bitteschön. Genauso funktioniert es leider oft, da haben Sie völlig recht. Ja. Ja. Ja, so ist es. Aber bei uns kostet es nichts, außer Zeit. Ja, Zeit kostet es. Aber sonst sind AKH-Ambulanzen umsonst. Ja, ja, das kann, wenn das zu spät diagnostiziert wird, kann das schon sein, dass das sich so entwickelt. Ja. Ich habe keine Frage, ich habe nur eine Anmerkung. Ist mir das jetzt wieder eingefallen. Eine Studie ist angeblich umso erfolgreicher, umso witziger der Name ist. Optimism mit Doppel-M, Castor und Pollux etc. etc. Ja. Gut. Entschuldigen, Frau Dozentin, und zwar, weil ich gesagt habe, ob das der Arzt kennt. Ich war bei einem Internisten und habe bei meiner Blutabnahme gebeten, dass man mir T3 und K2 abnimmt. Dann hat er zu mir gesagt, was ist das K2, ist das ein Berg? Ja. Gut, gibt es noch Hinweise allgemeiner? Bitte, ich komme zu Ihnen. Bei der kardialen Amyloidose ist da jetzt die reduzierte Belastbarkeit, Dyspnoe, Hypotonie. Und die Frage ist noch, die Ödeme an Knöchel und Unterschenkel, müssen die dabei sein? Oder? Nein, das kann jedes einzeln auftreten. Und wie gesagt, die Früherkennung wäre das Beste, wo man noch nichts von all diesen Symptomen hat. Ja. Aber die Symptome sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wo sich Ihr Amyloid, und jeder hat seines. Ja. Das hat nicht jeder das Gleiche. Dort, wo Ihr Amyloid sich zuerst und am
meisten ablagert. Daher kommen die Symptome. Wenn es hauptsächlich am Herzen liegt, werden Sie die Dyspnoe haben, ja, und diese reduzierte Belastung und den Schwindel. Wenn es aber zum Beispiel in der Lunge liegt, haben die Leute oft nach starker Belastung so Blutspucken. Ja, und wenn es in der Niere liegt, dann haben Sie mehr die geschwollenen Beine und den Proteinverlust und den schäumenden Harn. Wenn es vermehrt das autonome Nervensystem ist, dann sind das diese Leute, die eben früher hohen Blutdruck hatten und plötzlich ist der Blutdruck immer niedrig. Ganz komisch, weil werden halt einfach die Blutdruckmedikamente abgesetzt, aber in Wahrheit müssen wir sich schon den Kopf zerbrechen, warum das so ist. Ja. Und je nachdem, wo bei dem Patienten der hauptsächliche Ablagerungspunkt ist, diese Symptome sind führend.